Also du machst jetzt ein Feld? Ja. Haben wir noch solche Bricks? Willst du es anlegen? Also mir ist egal, wo an sich. Ich weiß nicht, ob jetzt direkt neben dem Haus. Kannst du mal schauen kurz? Also direkt hier. Hast du hierfür schon endgültigen Platz, weil die immer ja, zu versetzen, das kostet gewesen. Eine Menge Leadkabel da. Nee, halt, dafür habe ich noch keinen anpassen. Endgültigen Platz. Ja, ja. Ich verstehe kein Wort. Lass mal den Berg abfragen. Ich habe dafür noch keinen endgültigen Platz. Okay. Weil das wird auch schwer, solange wir nicht wissen, wo die richtige, ich sag mal, Hardcore-Stromproduktion dann hinkommt. Ja. Ist halt das Problem. Ich weiß ja, dass wir mit Wasserrädern und Windrädern arbeiten. Windräder kommen oben drauf. Wasserräder würde ich irgendwo so hinter Glas einbauen. Und bis jetzt kannst du ja, lass erstmal dort sitzen, weil das hier könnte man alles erstmal umsetzen, was jetzt nicht benötigt wird. Oh, sorry. Aua! Du bist mir vor die Spitzhacke. Du bist förmlich in die Spitzhacke reingerannt. Was zur Hölle? Das ist die Spitzhacke. Du bist förmlich in den Spitzhackenkopf reingerannt, ja? Dafür kann ich nichts. Ja, aber deswegen weißt du jetzt, warum ich Aua gesagt habe. Das war der Spitzhackenschaden. Oh. Brauchst du die? Nee, die sehen hässlich aus. Ich hab die halt auch bekommen. Die werden wir jetzt erst einmal hier hinsetzen, würde ich sagen. Ah, perfekt. Ich muss mein Essen schon mal wieder auffüllen. Ich krieg nämlich wieder nur Essen raus. Ja, ich mach dann später, kümmere ich mich mal ums Essen. Hast du den Hammer hier? Nee, ich hab genug Essen. Hast du den Hammer für dort noch? Oder hattest du den zurück? Der ist in der Kiste. Sehr schön. Ich versuche mich dran zu halten, alles wieder zurückzutun. Fällt mir zwar schwer, aber gut. So, das hier breche ich jetzt auch mal ganz kurz ab, damit ich hier weitermachen kann. Ich hab's Gefühl. Ah, okay, gut. Ich bin doch nicht unter Wasser. Ah, übrigens, wenn Nacht wird, bitte mal nicht skippen, danke. Okay. Nee, wir brauchen einen 10. Zombie-Villager. Also die nächste Nacht dann skippen, richtig? Was zur Hölle? Pascal, was ist hier passiert? Das war alles dort. Was hast du mit dem Dirt gemacht? Darf ich mit Tinkers ein bisschen, mit dem Mercer ein bisschen starten? Oder noch nicht? Klar, mach. Unsere Schaufel haben Momentum, das habe ich gar nicht gemacht. Das bedeutet, wenn wir abbauen, wird das immer schneller. So, mein Liebling, jetzt wird durchgespielt. Jetzt wird das Spiel durchgespielt. Immersive ist die Mod, die. Ja. Die bei mir sehr schnell immer fertig ist. Das sind meine Lieblingsmod nach End.io. Die haben es gemacht, fuck. Aber. Darko, denk dran, die Rezepte sind alle verändert. Nicht von Immersive sind relativ viele Rezepte altmodisch, witzigerweise. Ja, außer die Gartenglotch. Und, die du gerade machen wolltest. Und das ja, Teil. Ich hab grad mal reingeguckt. Und das Pascal, den Berg lassen wir stehen. Oder auch nicht. Und genau. Das okay. Teil für die Wasserräder und die Windräder, wo du es ansteckst, das haben sie auch hart verändert. Achso, ja, den Kinetik-Dynamo. Stimmt, den haben sie auch geändert. Genau. Wie groß wird das? Machen wir hier alles auf Silberkisten, Darko? Ja, hätte ich jetzt gesagt. Für was Höheres habe ich keinen Platz. Oder kein Material zu tun. Gut, dann haben wir auch nicht so ein großes Lagerproblem hier. Ich möchte wir können sie ja später, wenn der Platz nicht reicht, upgraden, aber ich glaube, erstmal reicht das. Nee, ich muss halt nur wissen, dass wir hier 5 hinmachen. Also hier 4x5, 4x5 und hier 4x5. Das reicht dann vollkommen aus. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt das hier hin. Ich habe eine beschissene Musikdisk. Geh zu Eldercraft und verkauf sie. Deine sind immer noch drin.
Du, ich lasse sie mittlerweile auch schon liegen in den Kisten. Die nehme ich gar nicht mehr mit. Ach, ha, ha. Oh nee, da war ja was. Ja, wenn du jetzt irgendwas in dieser komischen Maschine dort machst, du musst warten, bis die Rand voll mit Energie ist, sonst hast du ein Problem und es dauert ewig. Nee, mein Liebling, Seedöl. Wir brauchen noch einen, damit wir die poppen lassen können. 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Wo hab ich mich denn jetzt verschrieben? So, das reicht doch für unser Lager, oder? Wenn wir dann hier noch alle Silberkisten machen. Das ist doch eine schöne, stupide Terraform-Aufgabe hier. Ja, danke. Ja gut, das geht sogar noch. Wieso sieht dieser Himmelskörper über uns aus, als ob man da hinreisen kann? Komm an. Yay. Lasst mich raten, wollt ihr zwei eventuell auch auf Omnifactory dann als Team zusammenarbeiten? Ich glaube, das wäre zu viel für Oscar. Na dann. I feel challenged. Ja, also selbst ich fühle mich gechallenged. Ich habe das Wort erstmal pausiert, weil ich keinen Bock mehr auf Kleincrafting, also auf kleine Fizzle-Arbeit vom Crafting habe. So, Dark Oder. Also für den richtigen Urlaub hast du dir aber hier auch das falsche Modpack ausgesucht. Es ist nicht so anstrengend wie Omnifactory. Klar, aber es ist auch nicht gerade Urlaub. Ja, aber wenn man. Omnifactory schon. Wenn man jetzt Omnifactory zu zweit spielt, müsste es doch eigentlich gehen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, da muss man halt nur halb so viel craften. Es ist trotzdem noch eine Craftarbeit. Sagen wir es so, Oscar. Du musst, um eine Maschine herzustellen, auch die einzelnen Prozessoren der Maschine bauen. Yay. Real life. Du musst Prozessoren bauen, die du dann in den Machine Casing einbaust, um sie daraus dann die Maschine mit anderen Teilen zusammen zu craften. Ich brauche jetzt erstmal Holz für Zaun, weil. Holz. Also du sagst mir bestimmt jetzt gleich, nein, ich darf kein Holz benutzen, oder wie? Ich geb dir mal im Notfall meine Axt in die Hand und du gehst Bäume farmen. Dann machen wir das so. So, den Killen brauchen wir ja überhaupt nicht mehr, denke ich. Ist zwar nur eine Flint-Dings, aber die reicht. Das kann dauern. Ich setz dein Table hier mal ganz kurz um. Ja, gleich mit den. Weil ich jetzt hier für das EFAB-Gedöns alles mache. Warum machen wir die Farm nicht einfach hier hin? Weil hier ist schon Dirt. Weil wir jetzt hier angefangen haben und beinahe fertig sind. Okay. Du wohl hast bis hierhin nur schrocks gerannt. Ich hab mich umgeguckt. Dann komm hier die zwei Crafting Tables hin. Darüber kommt das. Dann können wir hier die unendliche Wasserquelle hinmachen. Warum besteht meine komplette Lunchbox nur aus Smoothies? Oder anderen Getränken? Wer weiß. Ja, wieso haben wir einfach nur. Irgendein Entwickler hatte Bock auf Smoothies. Joa. Die haben den Philosopher's Stone rausgenommen aus Project E. What? Und den Transmutation Table damit auch. Was? Oh, man macht das. Oh nein. Ich mag diese Geräusche nicht, die er macht. Ich guck mir keiner von uns. Ich guck mir den Tier 1 Energy Condenser an.
Ich will es gar nicht sehen. Also, der braucht 30 Minuten. Was? Dann macht ihr noch mehr Gearboxen. Der braucht keine Gearboxen. Dann weiß ich auch nicht. Der kann mit 4 Dings, wie heißt es noch gleich? Mit Pipes wird der geboostert. Aber trotzdem, 4 Pipes sind ja das Max, also 4 ist ja immer das Maximum, das, Wasser. Ey, haben wir gar keinen Tank für Wasser? Noch nicht, ne. Okay. Ich bin hier so am Überlegen, dass wir die vielleicht sogar, wenn es soweit ist, hier oben hinsetzen. Ach du Scheiße. Ein Viertel geschafft. Ja, läuft doch. Blöde Frage, hast du aber einen Vanilla-Seed? Hast du mal draußen die Pflanzen-Dings geguckt? Da müssten welche sein. 1000 Pflanzen-Dings. Ja, da sind 14 Stück drin. Okay. Ach, warte mal, du kannst jeden... Hier, deswegen, pass mal auf, Darko. Bitte nicht skippen, nur als Info jetzt. Darko, wo bist du, wo bist du? Ich gehe gerade raus in die Nacht, ich will sie nutzen. Na, komm mal, pass auf. Wenn du Seeds brauchst, ich habe hier oben Pflanzen angebaut. Die kannst du abernten, die Seeds kannst du auch da reinhauen. Tue ich gerade die ganze Zeit. Gut. Ich wollte nur welche da stehen lassen, dass die wieder nachbauen. Okay. So, Zombie-Villager Nummer 2. Wo ist er? Das ist der normale. Ich suche einen Enderman. Geh in den Nether. Das habe ich immer noch nicht gelernt. Danke. Oh. Nee, du bist nicht das Ding, was ich suche. Scheiß Baby-Zombie. So muss ein stinknormaler Zombie. Ich find's super, wenn sich Skelette gegenseitig angreifen und du am Ende nur noch das letzte Skelett tötest. Das ist auf unserem Vanilla-Server auch sehr praktisch. Ja, danach haben wir auch Hardcore-Mobs. Also nicht nur hart den Server auf hart gestellt, sondern wirklich hart. Ja, die Mobs haben Level. Sagen wir es so, der Schwert mit Sharpness 5, ja, hat ein Skelett trotzdem 6 Schläge oder so. Oder mehr. Ich glaube, das ist das Level 1. Ja, gut. Da waren 2 Creeper nebeneinander. Ja, gut. Ich würde sagen, nicht mit deinem super Tag. Die Viecher sind auch hinterhältig, die schleichen sich immer so an. Ich finde die aus dem Nether 1000-mal schlimmer. Es gibt Nether Creeper. Ja. Creeper. Und die sind sogar noch stärker, oder? Die explodieren schneller und wenn sie einmal anfangen zu zünden, glaube ich, können sie nicht mehr aufhören. Erstens das, aber ich meine, du hast doch gar keine Zeit zum Entkommen, wenn die zünden. Die zünden 3 Sekunden und dann explodieren sie. Dann musst du sie halt sehen, bevor sie zünden. Oh, und ein Enderman. Die sieht man. Und ich habe ja auch einen Enderman. Und hat ein Glück, mehr Glück als ich. Warte. Ja, Enderperle. Und ein Grasblock. Was brauchtest du? Eine Enderperle, oder? Nicht nur eine, aber ja. Okay, ich gebe sie dir, wenn wir jetzt beschließen, ich habe das Sagen. Erstens, das ich hatte der Villager das Sagen. Stimmt, warte mal, der Villager steht ja noch über Darko. Ja, nee, ich leg's in die Kiste rein. Und ich habe kein Looting auf dem Schwert. Das soll was heißen. Kriege ich 5 Euro, wenn ich einen Enderman mit bloßen Fäusten töte? Aber ohne dich unterzustellen. Hä? Ohne dich unterzustellen.
Wenn du den Ender Dragon nur mit Fäusten killst, dann kriegst du 5 Euro. Der Enderman ist gefallen. Und ohne Rüstung. So, ich brauche noch. Was zur Hölle? Warum haben Enderman so viele Gearbox. Leben? Weil ich will schon immer so viele Leben hatten. Krieg ich das hin? Ohne Probleme. Ne, ich wollte erstmal noch mehr Ausgüsse machen. Zwei. Oh. Das ist dasselbe. Jetzt finde ich wieder im Meta keine Endermänner. Sechs, so. Und dann brauche ich Glas. Dann habe ich die Sherrod Tanks. Hey, Enderperle. Also Darko, kriegst du mit, du machst was falsch. Was hab ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Ja, wenn du keine Enderperlen kriegst, also mein erster Enderman, den ich geklatscht habe, sofort eine Enderperle. Bei Oscar das gleiche. So. Ich hab einfach ein bisschen mehr Pech. Dafür mehr dir Glück. Das stimmt. Ja. Also es gleicht sich alles aus. Ich weiß nicht, ob in welchem Projekt das war, aber irgendwann war Ike, da habe ich ihn das erste Mal richtig neidisch gesehen, weil das konnte irgendwie nicht mal angehen, wie viele Dias ich hatte. Ich weiß nicht, ob das bei Rom war oder irgendwie so. Rom habe ich nie mitgemacht. Bei der Projekt finden wir aber auch massig Dias. Ich bin eine Stunde in die Dias-Farm und komme mit knapp 2 Stacks Dias wieder. Und bei Rom habe ich doch nie mitgemacht, Darko. Doch. Ja, bei diesem zweiten. Das mit dem Drachen? Das war die Fortsetzung von Rom, ja. Nenn das bitte nicht Rom. Das hatte nichts Römisches an sich und da waren Drachen. Ich sag zu den Projekten sowieso nichts mehr, außer keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Ja, na, du hast dich hauptsächlich um NPCs gekümmert. Ja. Und die Mod feiere ich immer noch. Und ja. Welche Mod? Ace and Warfare. Habe ich noch nie gehört. Wow. 3, 4, ist auch nicht so deine Mod, sagen wir es so. Ist kein Avaritz, ja? Kein Ara, was? Nein. Kein Avaritz, ja. Nein. Das und Ed, schade, es ist kein Avaritia drauf. Das wird jetzt erstmal zugebaut. Das Wasser brauchen wir jetzt hier erst einmal nicht. Wir haben eine neue unendliche Wasserquelle. Oskar? So heiß ist. Kannst du gleich mal Björk rausbringen? Pascal? Ja. What have you done? Alles auf die Ebene ausgehoben, auf die wir hinterher noch gehen würden, oder nicht? Ich dachte, wir gehen eins höher, damit sowas nicht passiert. Och, wir gehen eins tiefer. Ich will doch nicht die Farm ein höher haben. Wie sieht das denn aus? 2, 3. Wenn CO2 von Farmen redet, dann kann der Server sich gleich verabschieden. Nö. Oh, auch Farm, Dings Essens Farm. Achso. Ja gut. Das geht noch. Same thing. Das und das da rein. Haben wir Dirt? Wir haben Dirt. Wir haben eine Menge Dirt. CO2 macht eine automatisierte. Oder? Nee, das Oscar arbeiten. Ich frag mich sowieso, Ike, warum machen wir das mit Villagern? Darum. Stellen wir doch einfach einen Planter hier hin. Fertig. Ja, sind wir schon soweit? Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir gerade Essensprobleme haben.
Ist gar nicht. Ich hab. Wann habe ich das letzte Mal was gefuttert hier drinne? Ewig her. Alter, das ist dort hier. Der, ja, doch so. Geh mal eben 4 Obsidian farmen. Mach das. Ich hoffe, das reicht noch aus. Ich merke gerade, dass Draw-Upgrades, um Storage-Kapazität zu erhöhen, ein bisschen teuer sind. Muss ich demnächst wieder. Mike, diese Tanks kann ich auch ganz normal abbauen, oder? Ja, ja, und da kannst du auch Lava mitmachen. Aber jetzt bitte nicht, weil gerade Cobblestone geschmolzen wird. Ich meine nur insgesamt. Ich hatte Holz gefarmt. Wo ist das? Werden Dinge wieder. Ah, okay, ich darf nicht. Und sonst, Bretter sind ja hier drin. Werden Dinge wieder effizient, wenn man sie isst, wenn man sie eine Weile lang nicht isst, oder? Ich habe mir jetzt 22 Rubberwood genommen, aber wo ist das Dingsholz, das Fichtenholz? Die 24 Bretter, die habe ich im Inventar, die brauche ich ja gerade. Das waren aber keine 24 Bretter, Dings, 12 Loks, die ich da hatte. Das war ein bisschen mehr. Ich habe doch hinterm Haus noch ein bisschen gefarmt gehabt. Die letzten 10 Nahrungsmittel, die du isst, werden gespeichert. Und verlieren dauerhaft ihre Wirkung. Nicht dauerhaft, bis du, also bis halt 10 vorbei sind. Ja, das meine ich halt. So. Das, das. Das, das, das. Nice. Boah, ich hasse diese Maschine. So. Dann benutze ich mich. Das hat sich gerade etwas. Muss ich leider. Wie soll ich sagen? Schwulihaft angehört. Wie hat sich's angehört? Schwulihaft. Das Wort gibt's nicht mal. Hört sich aber niedlich an. So, jetzt muss ich warten, bis das durch ist, und dann kann ich eine neue Gearbox machen und dann passt das alles. Ja gut. Wir sehen uns in 100 Jahren. Tschüss. Ich brauche Leder. Haben wir doch hier noch. 3 Stück. Dann hol uns Kühe. Hinterm Berg bei uns sind Kühe. Könnt ihr uns eigentlich mal. Ich schlachte Kühe. Nee, wir können sie auch herholen. Gibt auch wieder Essen und Milch. Woraus du Joghurt machen kannst. Und da die Entfernung, wo ich jetzt schon an. Gesundheit. Gesundheit. Danke. In der Entfernung bringe ich keine Kühe mehr hier. Darko, willst du mich verarschen? Die sind vielleicht 10 Blöcke hinter unserer Base. Die find Kühe. Ich gehe den Berg hier. Oh, wo bist du denn hingerannt? Ich sehe dich schon nicht mal mehr auf der Map. Was? Ich springe hier den Berg runter, gehe hier unten durch und da sind Dinge. Ja, die wollte ich halt eben nicht killen, weil du die ja für eine Farm oder zum Vermehren wolltest. Darum suche ich mir andere. Hier sind sogar Schweinchen. Ja, das weiß ich. Dass du das weißt, weiß ich. Weißt du das sicher? Ja. Ich weiß auch, dass die Kategorie Schweinchen ziemlich gut zu Ike passt. Warte mal, auf Vanilla-Server war das aber ganz anders. Warum? Da habe ich mich nie mit Schweinen eingelassen. Anders als in Ike. Nö, ich habe auch keine Schweine. Schweine sind die einzigen Tiere, die uns tatsächlich noch fehlen. Also los, Tag. Ja, aber du wolltest ja die ganze Zeit welche haben, darum. Ne, damit du dass was zu fehlen, weiß ich. Damit du halt was zu tun hast. Die da. Zu tun habe ich genug. Das sehe ich nicht. Dann bist du einfach nur blind. Das
nicht mein Problem. Nee, das nicht. Ich sehe halt nur, wenn Leute was machen. Dann verschließt du bei mir immer komischerweise die Augen. Nein, bloß immer wenn ich zu dir gucken will, dann werde ich immer abgelenkt. Ich weiß auch nicht warum. Von? Frauen. Frauen? Ja. So, ist die Kack jetzt hier... Scheiße, ist die Kack jetzt hier endlich mal durch? Acht Blöcke noch, leck mich doch fett, ey. Nein, danke. Nee, weil ich brauche eine Gearbox, damit ich die Tanks hinten verbinden kann. Das heißt, ich brauche Stöcke, hab ich. Ich brauche Eisen, hab ich da. Ich hab mal ein bisschen Dirt gefarmt hinter unserem Haus. So. Aber es ist bitte nicht alles. Hast du zufällig schon ein Mörserbuch? Nee. Wir haben ich hatte den Killen gemacht und den Hammer und dadurch war das schon erledigt. Okay, also baue ich es noch kurz. Ich brauche das nämlich. Mach das. Es ist halt nicht direkt hinter unserem Haus. Es fällt auch nicht unbedingt auf, sag mal, guckt hin. Okay. Bodengier brauche ich nicht. Weißt du, ich suche jetzt ein fettes Loch in der Landschaft. Nicht da, wo ich herkomme und nicht da bei diesen Bäumen. Ich glaube, du hast Spaß mit Schaufeln. Ich habe Momentum gehabt.